Nervio. Siap, patay, patay, patay. Well, because of the Frauen. Lydia, habe ich den Namen von Lydia in Facebook gesehen, da habe ich das sofort geschrieben zurück. Und da hat sie mir gesagt, immer wie ist das denn mit dem kleinen so get together von Barangay. Warum denn nicht? Ich habe sofort den auch angerufen, wegen dem Kontakt, ja. Ja, dass wir diese alle zusammen sind. Sehr gut. Wir müssen ja auch nicht vergessen, obwohl wir sind alle auch in Philippinen oder was weiß ich, wir haben ja auch eine hier, die hat die Barangay weiter gemacht. Das ist der Klaus und Melia. Wir haben zu bedanken. Ja, so schön. Und dann, ich glaube, ja, weiß man nicht, wann wir wieder zusammen sehen kann, aber trotzdem wünsche euch Gesundheit, viel Gesundheit, Liebe und besondere auch jede von uns, die Familie. Dankeschön. Und viel Geld. Und Liebe. Liebe, aber nicht so viel an Geld. Genau. Vorher haben wir immer geschöpft, immer Geld, aber das sitzt nicht, wenn man schon. Ja. Dankeschön. Ausgeben jetzt. Ich bin riesig total glücklich, dass wir haben hier wieder zusammen sind. Wir schon lange hier. Ne? Wir waren ja damals noch jung, die Frauen waren noch. Richtig, guapa. Wir sind wirklich alle Produkt von Barangay. Und warum sind wir alle da? Weil wir sind eben ganz loyal an unsere Kunden. Wir wollen nicht unseren Kontakt verlieren. Und wie die andere Kollegin das schon gesagt hat, wir müssen jetzt weiter, solange es geht. Einige sind ja nicht mehr da, aber so ist das Leben. Ne? Wir müssen ja weiter. Und sonst, trotzdem, wir sind ja auch ein bisschen weit. Wir verbringen unsere Zeit mehr auf den Philippinen als hier. Aber unsere Herzland, also tickt ja immer noch an unsere Zusammen hier sein. Das können wir dann niemals vergessen, glaube ich.
Es hat geklappt, wir haben ja auch ein bisschen Problem, aber normal so. Die Leute, die intelligent sind, haben ja immer Probleme. Ne? Das ist normal so. Aber wir sind ja auch eben bei Intelligenz. Wir gehen dafür in den Tag, ah, da sind die Terroristen oder nein, das geht gar nicht. Ich bin da. Also, Bergen und schöne Strände und ja, schöne Männer, sage ich noch. Ne? Ja, wir können ja auch unsere Zeit irgendwie umsonst also geben, um da mal so zu zeigen. Das mal herzlich willkommen. Besonders in solchen Treppen, weil ich weiß, er hat so viel politische Verein gemacht und getan, besonders die ganzen kulturellen Veranstaltungen. Und ich danke euch für die ganze Unterstützung. Tut mir leid, aber das ist alles. Ich weiß, er ist wieder mit uns bei Creator. Und ich weiß, er ist dort auch happy. Und ich weiß, er guckt uns alle zu. Ja. Hallo! Oh, ihr guckt ja zu. Hallo! Okay. Wir können das natürlich. Gerade die Integrität, man sagt das in Deutschland, die Zeit ist sehr schwer geworden. Gerade die Vereine überleben und die Aktivitäten. Und ich bin trotzdem ganz stolz drauf, dass wir, was wir angefangen haben, diesem Stipendium, immer noch bis jetzt, egal ob unsere Veranstaltung etwas weniger geworden, auch noch weiterführen können. Und ich glaube, all diese Hilfe, trotz dessen mehrere Vereine, haben wir dann auch zusammen hochgezogen. Und wir feiern auch zusammen und gleichzeitig tauschen wir auch die ganzen Tombolas, ob das von einem anderen Verein ist oder von einem Maranga ist. Ja. Und ich bin froh drüber. Ich will nur weiter wünschen, dass alle diesen Koordination und Zusammenarbeit von unserem Verein, auch die Vereine von der Kirche, wie wir jetzt alles haben, weiter und gerne länger behalten, weil ihr wisst ja genau, wir leben sehr gut in Deutschland. Aber denkt mal dran, ich will nicht so viel blablabla machen, aber denkt dran, wie viele arme Leute in der ganzen Katastrophe, die dort in Philippinen geworden sind. Ich hoffe, wenn wir mal Hilfe brauchen, ich klinge überall und ich verkaufe überall auch Tombola, egal ob ihr wollt oder nicht, aber trotzdem, wir sind immer dankbar, die Vereine, die Alte und die Neue und alles drum und drum. Und ich habe mich immer verpflichtet gesehen, den Barangay zu unterstützen, viele Sachen mit Papier zu bügeln und viele schöne Veranstaltungen vorzubereiten und in den letzten Jahren auch als Präsident im Barangay vorzustehen. Und ich wünsche mir, dass wir noch sehr, sehr häufig zusammen sind. Bei unseren nächsten Veranstaltungen, aber auch bei solchen Treffen. Die nächste Veranstaltung ist am 31. Mai, nächstes Jahr unsere Fiesta. Alle, die jetzt in den Philippinen sind, vielleicht sehen wir uns ja dann wieder. Und dann planen wir auch nächstes Jahr noch eine Halloween-Gala. Und wie gesagt, immer gerne auf solche Treffen. Vielen Dank. Weihnachten Monat. Bleibt alle gesund. Mit meiner Co-Moderatorin Rüdiger. Aber ich würde schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich danke nur nicht bei den Indai, der Francis, die mir für euch, liebe Leute, zu Barangay
mich gebracht hat, wo ich wahre Freundschaft gefunden habe. Und, ein, das heißt, und auch ein Star geworden. Ja, daran heißt Alemannia made me a star. Aber das ist wahr. Ich war so viel bis nach Holland. Aber das ist ohne Star-Allüren. Wirklich. Also ich bedanke mich also wirklich vor allen, die trotz meiner Macken meine gute und schlechte Seiten bei zu mir gehalten hat und wir sind Freunde geworden. Also, es ist wirklich schön, wenn man denkt, wie gesagt, bei Pat, wir bügeln das oder Pat, da habt keine Ahnung, so machen wir. Oder die Berg, das wird so gemacht. Entweder so oder gar nichts mehr machen ist, aber wir müssen alle eine Gedanken haben. Stimmt oder nicht stimmt? Mm. Ja? Es gibt schwere Opposition. Ich bin eine davon. Ich bin immer Vorlauf. Aber manche war gut, manche war schlecht. Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt in Davao. Kinder sind alle hier in Deutschland. Chris ist in Mallorca, wer da gehen möchte oder gehen will. Und ihr seid, wie Herr Goles das gesagt hat, ihr seid bei uns willkommen. Aber wir wissen alle, ein Gast stinkt wie ein Fisch nach einer Woche. Bei uns vielleicht 2 Wochen. Also, die Nummer hat meistens die Wer oder die Fem. Und oder in Facebook bin ich da. Ja, was soll ich da noch sagen? Wir wünschen uns noch langes Leben und einen guten Kontakt miteinander bis zum unseren Lebensende. Fahr gut nach Hause, meine Damen und Herren. Essen noch. Habe ich das noch immer, meine Damen und Herren? Das Programm ist beendet. Was hat man so Dinge? Wir haben immer gesagt, fahr gut heim. Und ich hoffe, bis zum nächsten Veranstaltung der Barangay Alemannia. Ja, das war nicht bis richtig. Früher waren wir Mitglied in Barangay und heute wohnen wir in einem Barangay. wir sind überwiegend auf den Philippinen, Tessie und ich. In der Regel 10 Monate Philippinen, 2 Monate Deutschland. Weil unsere Kinder, unsere Enkelkinder halt hier sind, da ist halt die Sehnsucht oft groß. Aber ich muss ehrlich sagen, also für mich gesprochen, Barangay ist nie aus meinem Kopf gegangen. Wir sind viel unterwegs drüben und von einigen weiß ich ja, wo die leben. Na, wenn man nach Agoo vorbeifahren, dann weiß ich, da ist Pat und Fem zu Hause. Wenn wir durch Zambales fahren, dann weiß ich, da war Francis zu Hause. Dann ist Francis immer in meinem Kopf. Ich weiß, dass sie mir nach aus Mexiko kommt. Also, Mexiko ist ein Ort in der Nähe von San Fernando. Dann habe ich October this April.